Ihr habt lange darauf gewartet, aber hier ist er endlich, der Animagic Vlog 2024. Und wir fangen natürlich mit Tag 1 an. Es hat jetzt wirklich lange gedauert, bis ich Zeit und Motivation gefunden habe, die über 200 Videos für diesen Vlog durchzugucken. Jedes Mal frage ich mich, warum filmst du so viel? Und trotzdem läuft die Kamera immer ausgerechnet dann gerade nicht, wenn es richtig lustig wird. Ich habe mir gedacht, da ich diesen Monat sehr viel frei habe und jetzt auch die kalte, graue, nasse Jahreszeit kommt, ist das der perfekte Zeitpunkt, um wieder Vlogs rauszubringen. Und deshalb gehen wir jetzt auch direkt rein. So. Nice. Wie ihr ja mittlerweile wisst, haben wir bei Tag 1 auch immer die Anreise mit drin und die fängt diesmal tatsächlich sogar schon am Mittwoch an. Denn wie eigentlich immer ist natürlich Ilva zur Con gefahren und aus logistischen Gründen war es dann einfach besser, dass ich bei ihr übernachte. Ich habe mich also Mittwoch mit Sack und Pack zu Ilva fahren lassen, damit mein Auto nicht das ganze Wochenende bei denen vor der Haustür steht. Und den Donnerstagmorgen haben wir uns in aller Ruhe fertig gemacht, alles eingepackt und uns dann auf den Weg zu Katharina gemacht. Dort hat uns ihr Kater Mikesh begrüßt und zu dritt ging es dann auf nach Mannheim. Alle Kinder lieben und ich hoffe, du liebst auch mich. Weihnachtsmann! Give me Bei der Jugendherberge angekommen, haben wir erstmal unser Zimmer bezogen und alles eingerichtet. In Mannheim. Das war gruselig. In der Jugendherberge. Okay. Schrottenfernseher und alles Schrott. Wir sind extra so früh losgefahren, weil wir ja immer noch einen Nachmittag in Mannheim so verbringen. Da gehen wir dann zum Beispiel immer zum Go Asia, wo wir ganz viele Snacks und sowas einkaufen, beziehungsweise erstmal nur fürs Wochenende. Und dann gehen wir montags auch nochmal dahin, um uns für zu Hause nochmal einzudecken. Und natürlich essen wir unseren traditionellen Mannheim-Burger. Zu dem Burgerladen gehen wir ja öfter an dem Wochenende, aber immer donnerstags. Das ist ganz wichtig, das ist Tradition, dass wir abends oder nachmittags da noch einen Burger essen. Und weil das Wetter mitgespielt hat, sind wir danach noch an den Rhein gegangen. Das ist direkt vor der Jugendherberge, haben uns da auf eine Bank gesetzt und einfach ein bisschen diese stille Idylle genossen. Und natürlich haben wir uns dabei auch über Anime, Mangas, Instagram-Posts, TikTok und was auch immer unterhalten und einfach ein bisschen die Zeit zusammen genossen. Erst gegen 20 Uhr sind wir dann wieder aufs Zimmer, haben noch ein bisschen an den Cosplays gearbeitet. Meistens muss man die Perücken nach dem Transport noch mal ein bisschen richten. Ansonsten war dieses Jahr tatsächlich alles vorher fertig. Und wir hatten uns im Go Asia so Süßkartoffel-Cakes geholt und die wollten wir probieren. Und dann wollte ich Ilva dabei filmen, wie sie das probiert. Aber sie hat voll in dieses Papier gebissen. Zu ihrer Verteidigung, man konnte das wirklich nicht gut sehen und ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass es da dran ist, wenn das nicht passiert wäre. Gegen 23.30 Uhr sind wir dann ins Bett gegangen und am Freitag um 6.45 Uhr wieder aufgestanden. Und damit war das die längste Nacht in diesem Wochenende. Ab 7 Uhr ist in der Jugendherberge Frühstück und wir gehen eigentlich immer direkt dann darunter, um zu essen, damit wir noch genug Zeit haben, um uns zu schminken. Obwohl die Animagic freitags erst um 13 Uhr Einlass hat, sind wir trotzdem um diese Uhrzeit aufgestanden, waren dann um 7.15 Uhr beim Frühstück, aber das ist natürlich auch noch ziemlich früh, obwohl wir halt sehr viel Zeit für den Vormittag hatten. Ist aber auch ganz angenehm, wenn man den Morgen mal etwas entspannter angehen kann und sich in Ruhe fertig machen kann. Um 10.40 Uhr ging es dann los zum Animagic-Gelände, weil wir ja noch unsere Bändchen fürs ganze Wochenende abholen mussten und die Schlange ist immer ziemlich lang. Ich führe an, ist ja klar. Wir waren dann auch gegen 11 beim Gelände. Das geht ja immer relativ schnell. Der Weg ist super einfach von der Jugendherberge. Empfehle ich also jedem, dort unterzukommen fürs Wochenende. Und wie erwartet haben wir dann dort tatsächlich sehr lange in der Schlange gestanden. Wir waren erst um 12 Uhr mit den Bändchen wieder draußen und hätten uns dann eigentlich in die Schlange für den Einlass stellen müssen. Da hätten wir jetzt dann einfach noch eine Stunde gestanden und wären dann alle reingekommen.
Ich hab einen blauen Fleck am Knie, wegen ihr. Weil du gegen fucking Bett geknallt bist, weil sie sich nicht halten konnte. Ich hab so übers Bett gelehnt und sie hat mir auf den Arsch gehauen, hat mich nach vorne eingeknickt und mit dem Knie gegen Bett geknallt. Das war schon echt witzig. Das hat halt echt weh. Du hast dich so ganz schuldig, weil ich geheult hab. Ja. Du bist der Sexappeal der Gruppe, ist einfach Fakt. Aber ich hatte wieder Sachen für Spring and Buy mit. Deswegen sind wir zu dem Eingang für die Leute mit Bring and Buy. Die dürfen vorher zu dieser Bring and Buy-Stelle. Und wenn man dann alles abgegeben hat und eingetragen hat, dann geht man wieder raus und kann dann zum Einlasstor wieder rein. Ist aber an sich wirklich kein Stress, denn wie gesagt, der Einlass ist um 13 Uhr. Die meisten Stände öffnen allerdings erst um 14 Uhr und auch das Showprogramm fängt erst um 14 Uhr an. Wichtig für die Bring and Buy-Leute, ihr braucht auf jeden Fall vorher ein Bändchen. Das wird nämlich auch kontrolliert. Und wir haben jetzt tatsächlich so lange beim Bring and Buy gebraucht, dass wir um 13 Uhr noch unten waren und dann haben die einfach diese Türen aufgemacht und wir konnten quasi direkt drin bleiben. War aber tatsächlich nur reiner Zufall, also ihr könnt jetzt nicht irgendwie um 10 dahin und einfach 2 Stunden da unten chillen oder 3 und dann seid ihr schon früh drin, das funktioniert nicht. Die würden euch dann zeitig auch rausschmeißen, aber mit dem Anstehen, dem Zettel holen, ausfüllen etc., das dauert halt alles ein bisschen und da wir ja halt erst um 12 die Bändchen hatten, waren wir so gegen 11:45 da unten und entsprechend lang hat das Ganze halt gedauert. Da wir jetzt aber das Glück hatten, haben wir die Gelegenheit genutzt und uns direkt in der Schlange für das Spring and Buy angestellt, damit wir dieses Jahr als allererstes einmal durch Spring and Buy laufen können. Das hatte zum einen den Grund, weil ich mir gerne dieses Jahr die Lightsticks kaufen wollte, die es nur auf der Animagic gibt. Und die wollte ich natürlich möglichst früh haben, damit ich bei den Showprogrammen dann auch immer schön die Lightsticks benutzen kann. Während wir also eine Stunde darauf gewartet haben, dass das Bring and Buy wirklich richtig öffnet, haben wir uns neue Freunde in der Schlange gemacht und die Gelegenheit natürlich auch genutzt, um ein bisschen was zu essen. Und als dann das Bring and Buy geöffnet hat, hat die Schlange tatsächlich richtig, richtig gestaut, weil natürlich erstmal 3 Leute reingehen und sich von Anfang an alles angucken. Aber ich bin dann zu einer Helferin gegangen und habe gesagt, ey, ich sehe da, wo es die Lightstick gibt, da steht niemand an. Kann ich vielleicht davor? Ich möchte eigentlich nur die haben erstmal. Haben die gesagt, ja, kein Problem. Dann sind wir zu diesem Seitenstand, wo es diese Lightsticks und auch Animagic-T-Shirts und sowas gibt, hingegangen. Da habe ich die dann gekauft. Und dann haben die noch gefragt, wollt ihr noch irgendwas sehen? Und wir so, ja, uns interessieren eigentlich nur die Mangas. Die stehen halt ganz hinten am Bring and Buy. Das heißt, du gehst erstmal vorher durch alles andere durch. Und da war halt quasi gar nicht viel los. Und deswegen haben die gesagt, ja, gar kein Problem, dann geht einfach schon mal durch. Das wird beim Bring and Buy tatsächlich oft so gemacht. Wenn die sehen, dass es sich nicht überall staut, sondern nur an bestimmten Punkten, fragen die, ey, wer ist denn nur des und deswegen hier? Und dann kann man sich melden und dann lassen die einen einfach schon mal durchlaufen, eben zu dieser Stelle. Weil der Stau vorne sich dadurch ja nicht verstärkt, aber die Warteschlange kürzer wird. So oder so, bei Bring and Buy, wenn man nicht gerade der Erste in der Schlange am Freitag bei Einlass ist, man muss wirklich immer, immer, immer relativ lange anstehen. Das muss man natürlich mit einplanen, wenn man dahin möchte. Und wenn man wirklich auf Schnäppchen aus ist, dann lohnt es sich sogar öfter dahin zu gehen, weil die haben so viele Sachen, die die da verkaufen können, dass die natürlich, wenn was verkauft wird, auch andere Sachen nachlegen, die man dann vorher nicht gesehen hat. Und vielleicht ist dann ausgerechnet dann genau das dabei, was du haben möchtest. Ich persönlich würde mir natürlich jetzt kein teures Animagic-Ticket kaufen, um dann die ganze Zeit nur beim Bring and Buy zu stehen. Deswegen reicht es mir voll und ganz, wenn ich da einmal durchgehe. Aber für Leute, die wirklich hinter so Schätzchen und Schnäppchen vor allem her sind, ist es wirklich gut. Jetzt habe ich so viel über Spring and Buy geredet, dass ich euch direkt schon mal ein paar Videoaufnahmen von den Ständen zeigen konnte, die wir uns danach angesehen haben. Wir hatten nämlich tatsächlich für Freitag nur 2 Programmpunkte geplant und der erste Programmpunkt war um 17.30 Uhr. Also hatten wir nach dem Bring and Buy wirklich sehr viel Zeit, uns umzusehen, noch ein paar Sachen zu kaufen oder halt schon mal zu überlegen, was wir uns am Samstag kaufen wollen. Wir haben uns zwischendurch auch mal kurz getrennt, weil Katha hat immer mal wieder Probleme mit ihren Füßen und sie brauchte dann zwischendurch eine Pause, weil wir wirklich sehr viel gelaufen sind an dem Tag. Ist aber ja gar kein Problem, man kann sich jederzeit irgendwo in so ein Animagic-Kino setzen. Da kann man dann in Ruhe eine Pause machen und sich dabei Serien oder Filme angucken. Ilva und ich sind dann zwischendurch einfach mal alleine durchgelaufen. Da haben wir uns dann die Figuren angeguckt bei dem einen Stand von Figuya, glaube ich, war das. Und als ich das filmen wollte,
bin ich einfach jemandem auf die Füße gefallen, weil ich so in der Hocke saß und Ilva hat sich zur Seite gebeugt und ich wollte ihr ausweichen und das hat dafür gesorgt, dass ich meine Balance nicht halten konnte und dann lag ich auf dem Boden. Oh, nein, Entschuldigung. Das habe ich kein... Du hast mich einfach umgeschaut. Bist du vor mir zurückgerissen? Ich kann mich doch gegen dich drehen. Nee, kannst du nicht. War ganz witzig, kann mal passieren. Derjenige, dem ich auf die Füße gefallen bin, war zum Glück nicht mad. Danke nochmal dafür. Jedenfalls haben wir uns dann um 16.30 Uhr vor dem Konzertsaal, vor dem Musensaal eingefunden und da auch auf Katha gewartet. Die ist dann nachgekommen und haben dafür True angestanden. Wir waren jetzt natürlich eine Stunde zu früh. So früh muss man tatsächlich nicht unbedingt bei allen Programmpunkten sein. Eigentlich nur bei Anime in Konzert, da auf jeden Fall. Aber ansonsten kommt man immer recht gut rein. Wir haben uns einfach nur gedacht, ja komm, lass uns schon mal da hinsetzen und einfach warten, weil wir jetzt gerade nichts anderes mehr zu tun hatten. Und da kommen wir jetzt schon wieder zu der Besonderheit bei der Animagic. Ich habe das True-Konzert nicht mitgefilmt. Denn das ist auf der Animagic verboten. Nach meinem letzten Animagic-Vlog haben mir viele gesagt, dass das Quatsch ist, man dürfte ruhig filmen, zumindest bei deutschen Creatern. Und damit liegt man nicht ganz falsch. Viele deutsche Creator, Showgruppen und so weiter erlauben das Filmen. Auf einer Con wie der Animagic muss das aber vorher explizit erwähnt werden. Die spielen während der Wartezeit immer extra eine Ansage ab, die diesmal auch von einem relativ bekannten TikToker gedreht wurde. Fotografieren, Filmen und sonstige Aufnahmen sind bei allen nicht gestattet. Und da steht drin, die Handys sollen aus sein, das Filmen und Fotografieren ist nicht erlaubt. Und Leute, die sich da nicht dran halten, werden tatsächlich konsequent aus dem Saal geschmissen. Deswegen bin ich auch bei deutschen Creatern, was bei True jetzt natürlich nicht der Fall war, aber auch bei deutschen Creatern etwas vorsichtiger. Und wenn die dann versäumen zu erwähnen, dass man gerne filmen darf und sie verlinken soll und so weiter, dann tut's mir leid, dann filme ich nicht. Das Risiko, aus dem Saal geschmissen zu werden und auch für einen schlechten Ruf auf der Animagic zu sorgen, ist mir einfach zu hoch. Wenn das nicht explizit erlaubt wird, finde ich das auch respektlos. Zumindest, wenn es auf der Con generell nicht erlaubt ist. Trotzdem erzähle ich euch jetzt ein bisschen was zu True, damit ihr wisst, was wir da überhaupt angeguckt haben. True war jetzt zum dritten Mal auf der Animagic, das erste Mal 2017 und das zweite Mal 2019 und sehr, sehr viele haben sich gewünscht, dass sie wieder auf die Animagic kommt. Sie ist Sängerin und Songwriterin, unter anderem auch für Animes wie Violet Evergarden und Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Sie hatte jeden Tag auf der Animagic eine Signierstunde und ein Konzert, das heißt, man konnte sich das super irgendwo ins Wochenende mit einplanen. Ich kann euch nur sagen, ihre Stimme ist unglaublich schön. Sie live zu hören war sehr emotional. Sie hat leider nur eine halbe Stunde gesungen, aber es hätte von mir aus noch drei weitere dauern können. Okay, wie fandest du denn das Konzert? So gut, dass ich heulen musste. Sieht man auch, aber nicht auf dem... Ich glaube, auf der Kamera wird man es gar nicht erkennen. Ja, es war lustigerweise irgendwie auch fast nur das linke Auge. Das rechte hat die Tränen noch zurückgehalten. Und ich finde es cool, dass sie nicht nur aus einer Serie gesungen hat, sondern halt jedes Lied aus einer anderen Serie. Und ihr neuestes Lied hat sie auch performt. Das fand ich sehr gut. Und ich bin froh, dass sie mein Lieblingslied halt nicht gesungen hat, weil dann wäre ich wahrscheinlich komplett verheult auch rausgegangen aus dem Saal. Also ja, es war traumhaft schön. Ich musste tatsächlich auch die Tränen zurückhalten. Ich war zwischendurch so, nein, ich weine, nicht weine. Bei Violet Evergarden geht das nicht mehr. Ich will halt einfach nicht weinen. So, das ist dein. Ich musste am Anfang direkt heulen bei dem Time I got reincarnated as a slime. Ja, da habe ich mich einfach nur gefreut. Da war ich, ja, es geht da los. Da hatte ich Rührungstränen. Direkt mit einem Banger gestartet. Woo. Und wir hatten die Lightsticks. Das war so schön. Ich wünschte, das könnte man einmal kurz so zeigen mit den Lightsticks, aber... Wir können auch hier erst drüber gehen. Geht auch. Konzert. War super geil. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen... sind die Tränen in die Augen gekommen, wo sie Violet Evergarden dann gesungen hat. Das war schon echt sehr, 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 sehr schön. Und sie hat alle Lieder, die sie singt, sind super toll. Von daher, ich war sehr emotional. Emotional. Ja, wie ihr seht, sind wir nach dem Konzert dann auch vom Gelände runtergegangen und zurück zur Jugendherberge, weil wir was essen wollten. Und da habe ich dann direkt versucht, diesen Flair von dem Konzert noch einzufangen und dass wir direkt darüber sprechen, wie wir es fanden, wurden aber zwischendurch auch unterbrochen. So, jetzt darfst du gerne fortsetzen.
Ja, also sehr schön, dass Sie mit... warte, wir werden schon wieder... Was? Aufgehalten. Hallo. Hallo. Was? Wir wurden an dem Tag recht häufig angesprochen, weil einfach Katharina in diesem Shigo-Outfit so gut ankam. Es hat ja aber auch wirklich gut gestanden. Und ganz ehrlich, Shigo ist einfach so eine Kindheitsfigur für so viele. Also es war auf jeden Fall ziemlich cool. Es wurde auch oft hinterhergerufen, so Shigo oder so, dass man gar nicht angesprochen wurde, sondern einfach nur so quasi einen Ausruf hinterhergeschrien bekommen hat. Aber es war eigentlich immer alles im Rahmen und nicht unhöflich oder so. Deswegen war schon okay. War ganz lustig. Das Beste war eigentlich, da war so ein Typ, der hat zu seinem Freund so gesagt, ey, guck mal, Shigo. Und sein Kumpel so, hä, wer ist Shigo? Und er so, du kennst Shigo nicht. Aber wir haben Mochi geschenkt bekommen, voll süß, weil wir ein Selfie gemacht haben mit der Herberge. Und natürlich Monster Energy. Und Cola. Und Coca-Cola. Und Canini. Schleichwerbung. Nachdem wir dann gegessen hatten, sind wir noch duschen gegangen und haben uns umgezogen, haben noch ein bisschen rumgeblödelt und entspannt. Ich glaube, du hast hier wieder nur was zu fressen, Niesen und Futtern. Und sieht trotzdem so aus. Na und? Na und? Und dann sind wir zurück zum Kong-Gelände, weil wir noch den Kinofilm von Spy X Family gucken wollten, der Film White Coat. Und wir gucken ja total gerne freitagsabends noch diese Kinofilme bei der Animagic, weil du halt einfach nur mit Leuten in diesem Raum sitzt, die diesen Film genauso hypen wie du. Und das ist immer ein total tolles Erlebnis. Freust du dich auf den Film? Ja! Jetzt erstmal zivil wieder zurück zu Con. Richtig gechillt, schön kühl draußen. Ist auf jeden Fall sehr abgekühlt. Wir waren ja wirklich in der Nachmittagssonne sind wir zurückgelaufen. Da war es echt am Knallen von der Sonne her. Ja, das ist jetzt nochmal echt ein Unterschied, dass es jetzt halt kühl ist. Ne? Ich habe so geschwitzt heute. Ja. Das ist so angenehm, jetzt einfach frische Sachen anzuhaben. Und auch das Make-up nicht mehr im Gesicht zu haben. Eingecremt. Und einfach locker leicht zurück. Ja. So lässt sich leben, oder? Ach, dumm. Ich habe mein Bändchen vergessen. Ich hatte das eben ausgezogen, weil ich ja mein Gesicht gewaschen habe und so. Und das sitzt so locker, dass das übelst gebommelt hat. Und ich sage eben noch zu Eva so, erinnere mich dran. Und wir haben es beide vergessen, beziehungsweise Eva hat mich nicht gehört, als ich das gesagt habe. Und jetzt muss ich schnell zurück. Aber mir ist es früh genug aufgefallen. Wir waren noch nicht mal bei der Unterführung. Ich bin in 5 Minuten auf dem Zimmer, hol das Bändchen und dann... Noch nicht mal 5 Minuten. 3 vielleicht. Naja, man kann auch mal vergesslich sein. Obwohl wir jetzt leicht verzögert angekommen sind, waren wir noch pünktlich beim Film. Da läuft noch ein Konzert. Wir dachten, wir wären zu spät, aber pünktlich. Boy. Dachten wir. Der war aber gar nicht im Musensaal, sondern im Mozartsaal. Wir sind dann also in den Mozartsaal reingekommen. Da war aber gerade noch die Werbung am Anfang. Also wir haben letztendlich nichts vom Film verpasst. Man hat also vielleicht gemerkt, dass wir nach dem Tag schon ein bisschen die Lulu waren. Gerade den Film geguckt, Spy X Family, White Coat. War wirklich lustig und super schön, kann ich sehr empfehlen zu gucken. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, müsst ihr den unbedingt gucken. Super, super witzig auf Deutsch, die Sprüche sind der Hammer. Ja, sehr empfehlenswert. Bester Synchroncast, weißt du? Oh, da ist so das. Und All Might als der Oberbösewicht. Ja. Nicht Kuro, sondern Cesare Borgia. All Might als der Oberbösewicht. Und dann ist da so ein Typ, der so halb Cyborg mit Maschinenpistolen als Händen. Und es ist einfach Peter Flechtner, der beste Synchronsprecher überhaupt. Nadjas Meinung nach. Ja. Ich liebe diesen Mann. Der hat 3 Worte gesagt. Und zwar... Du bist gestorben. Nein, er hat gesagt, das ist alles, was du kannst. Und ich direkt so... Ich liebe diesen Mann. Beste. Aber ganz ehrlich, der Roboter war ein bisschen lame, weil er konnte nur schießen. Der konnte nur schießen. Ja, aber... Die Kinder bringen die besten Sprüche. Und die Ehrlichkeit der Kinder ist mal wieder erfrischend gewesen. Oh ja. Nach dem Film sind wir sehr glücklich wieder Richtung Ausgang geschlendert. Greyman, die Greyman! Der Manga, lest alle den Manga. Der Manga ist so gut. Der ist vor allem... Die ersten Staffeln des Animes sind so schlecht im Vergleich zum Manga. Hallo! Es geht gerade um die Greyman, nicht um Ghibli. Um Ghibli geht's ständig, ja? Wir müssen hier jetzt mal von der ist aus Platoon, ja. Also, lest den Manga, Leute. Lest den Manga. Ach, ehrlich, es ist so viel besser. Die ersten Staffeln vom Anime sind scheiße im Vergleich zum Manga. Es wird besser. Das gebe ich zu, der Anime ist Richtung Ende. Wirklich gut.
Aber gerade der Anfang, der ist ja auch wichtig und Manga. So, das wollte ich nur noch mal sagen. Wenn man so spät noch drin ist, kann man bei manchen Ständen auch ein bisschen gucken, was man da so kaufen kann. Und dann kann man sich schon überlegen, was man vielleicht am nächsten Tag holen will. Wir haben uns dann wieder auf den Weg zur Jugendherberge gemacht. Aber vorher haben wir Katha noch dieses Riesenbanner von Tengen gezeigt. Das hat sie sehr, sehr glücklich gemacht. Und dann waren wir am Ende des Tages etwa gegen 1 Uhr im Bett. Die Hände! Die Hände! Ich bin mehr für Mewtwo. Und damit endet der Animagic Vlog Tag 1 von 2024. Ich hoffe, ihr schaltet bei den anderen beiden auch wieder ein. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das Video liked und auch kommentiert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und einen guten Eindruck auf unseren Animagic Tag. Folgt auch gerne und teilt das Video mit euren Freunden, das hilft uns immer sehr. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüssi!